Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von Transport FIFA 2 mit dem neuen Beta-Update. Ich gehe mal kurz in die Pause, weil der Wind hier oben, der nervt. Ich muss sagen, die Linien sind soweit alle okay. Es gibt nicht zu viel, nicht zu wenig, das läuft. Der Intercity macht ein bisschen wenig Geld, vor allem wenn er hier wieder retour fährt, weil hier einfach nicht so viele Leute einsteigen, als wie hier unten bei Lion City. Und in dieser Folge möchte ich gerne die Intercity-Strecke ausbauen. Also von hier unten nach hierhin. Und hier werde ich ein bisschen größenwahnsinnig. Und das wird sehr interessant, denn ich habe hier den Bahnhof von King's Cross hingestellt. Und der hat ein paar Gleise. Es ist kein kleiner Bahnhof. Challenge hier ist, das hier noch ein bisschen auszuschmücken und hier noch einen guten Anschluss zu machen und natürlich hier ein entsprechendes Gleisvorfeld. Problem ist, Nummer 1, ich habe hier einen Berg, da muss ich durch und dann geht es hier nach unten. Da werde ich vermutlich mit einem Damm arbeiten müssen. Aber die Idee wäre, dass hier die Linie so geht und dann hier die Hauptlinie in die Richtung weiterfahrt. So ungefähr dachte ich mir das. Beziehungsweise man kann auch hier mit entschuldigt, auf die rechte Seite weiterfahren oder wir fahren da oben weiter. Mal schauen. Erstmal diese Verbindung und hier noch zumindest den Schlenker anfangen nach da oben. Das werde ich wieder im Speedbuild machen. Im Video wird dann wieder Detailmarkings drin sein. Also wenn ihr das überspringen wollt, könnt ihr es machen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir mal den Speedbuild. Das wird spannend hier. So, ich denke mal,
ich lasse es jetzt erstmal so. Ich habe da ein paar Plattformen, wo ich kein Signal platzieren kann, weil ich das hier ein bisschen blöd gemacht habe. Über das werde ich jetzt mal kurz hinwegsehen. Was ich mir jetzt noch, also übrigens wegen der Oberleitung, das ist schon mal in weiser Voraussicht, dass wir hier später mal modern fahren, deswegen hier die Oberleitung. Kann nur sein, dass ich hier vielleicht ein Segment mit Third Rail mache, aber was ich mir jetzt eben überlegt habe, ist noch, dass wenn man hier mit der Dampflok reinfahren, die kann ja hier nicht wenden. Sprich, es muss ja dann eine andere Dampflok hierher kommen, koppelt er die an und zieht es wieder raus. Oder andere Lok halt. Also brauchen wir hier noch irgendwie am Platz, wo auch natürlich Passagierzüge irgendwie drin sind. Vielleicht ein kleines Betriebswerk. Und ich denke, hier hinten ist es ein bisschen zu weit weg. Wird es Sinn machen, dass wir hier so einen Abzweig hier reinmachen und hier irgendwie so ein Depot bauen. Irgendwie so. Eventuell baue ich das hier um, dass das hier weitergeht. Muss mal schauen, ob das geht. Gut, weiter zur Timelapse.
Okay, liebe Leute, der Bau ist abgeschlossen, zumindest vorerst. Ich habe ein paar Stunden jetzt damit verbracht, mit der Sektion, Bauverbesserung hier, das Gleisvorfeld, die Strecke, die ging natürlich am schnellsten. Und ja, ich möchte auf ein paar Details eingehen. Fangen wir doch mal hier beim Hauptbahnhof mal an. Den Bereich mache ich erstmal nicht. Ich habe irgendwie den Plan, dass ich da vielleicht irgendwie so ein... ja, nicht Park, aber so einen Markt irgendwie reinmachen, aber das ist mega fiedelig. Das will ich jetzt noch nicht bauen, aber da kommt auf alle Fälle noch was hin, das bleibt nicht so. Was ich auch gemacht habe ist, und falls ihr euch wundert, warum jetzt da schon Leute sind, ich habe einen Testzug hier schon mal losgeschickt, weil ich noch nicht wusste, was für eine Lok ich mache, das dran haben will am Intercity. Der ist jetzt wieder im Depot, aber der Intercity, der kommt hier auf das Gleis an. Und da hat es jetzt hier diese dynamischen Anzeigen. Das Coole bei denen ist, die zeigen dann die Ankunftszeit an, wann der Zug ankommen wird. Werden wir dann gleich sehen, wenn der Zug kommt. Super cool.
habe ich erstmal hier ein paar platziert. Mit dem Bereich bin ich weitestgehend zufrieden. Hier habe ich leider eine kleine Steigerung drin. Das macht die Platzierung von denen ein bisschen meh. Wenn ich dann zu viel Geld habe, dann werde ich hier echte Züge mal abstellen lassen. Vorerst sind es halt weitestgehend HSTs, einer von Natural Rail, ein Testzug. Den könnte man dann, wenn wir den dann wirklich freigeschalten haben, wirklich mal auf der Strecke fahren lassen. So quasi, ja, er muss die Strecke prüfen. Da könnte man noch ein paar interessante Routen hinkriegen. Dann Pullman. Hier mit einer Class 45 oder 44, bin mir gar nicht sicher. Steht es drauf. 45, okay. Und das Depot hier, ja, ist okay. Also hier haben wir quasi wieder das Stellwerk, was ein bisschen so drüber schaut. Ist, glaube ich, nicht sehr realistisch, dass es da hinten ist, aber ich dachte, es sieht ganz gut aus. Zwei größere, dann eine Drehscheibe, dann mit einer Bekohlungsanlage hier. Mit so Coal Tracks hier. Ich finde den Übergang ein bisschen mehr, aber ja. Habe versucht, hier mal ein bisschen mit der Kohle zu arbeiten. Dann eine kleine Dieselschanter hier mit Kohlewagen drauf, damit man hier nachfüllen kann. Hier noch ein paar Parkplätze, Autos, Personen habe ich mir jetzt gespart. So eine Dieseltankstelle wäre noch nicht schlecht. Muss ich mal schauen, ob ich da Assets habe dafür. Das wird natürlich noch ganz gut passen, dass das hier reinkommt. Ja, und hier Dieselschanters, Diesellokomotiven, Dampfloks natürlich, ja klar. Ja, bin weitestgehend zufrieden, auch mit dem Vorfeld. Wobei, ich werde das vermutlich nochmal optimieren. Ich habe eine ganz komische Langsamfahrstelle. Ich glaube, hier ist sie mit 20 km/h. Ansonsten habe ich das jetzt alles angepasst auf 40, damit die hier nicht so schnell reinrauschen. Hier drin am Bahnhof tun sie aber da trotzdem nochmal beschleunigen. Das ist leider schade. Muss ich nochmal schauen, ob ich das austauschen kann. Ja, eigentlich kann ich es gerade mal probieren. Nee. Gleis. 9 bis 12 Güter. Ah. Ich hoffe, das Spiel crasht jetzt nicht, wenn ich das mache. War nix. Okay. Ja, ansonsten kann ich hier nichts anpassen. Ja gut, ist wie es ist. Bei der Testfahrt ist mir auch aufgefallen, dass es hier so random Sicherheitsansagen gibt. Die werden wir dann gleich sehen. Und den Zug, den ich jetzt hier raufschicken will, ich zeige euch den. Ist der hier. Wir haben hier eine... Na komm. Komm jetzt. Oh, kein Problem. Dann zeige ich euch mal kurz so. Genau, eine Class 35 und das zweimal in unterschiedlichen Deliveries, also die Heimek D717 und 7030 und eine Intercity-Konfiguration, das dürfte die hier gewesen sein. Einen Moment. Ja. Premade Prototable MK1 Mainline Passenger Formations. Gott, mal checken. Ja, das ist die. Kapazität von 114, Höchstgeschwindigkeit 145, mittelmäßig trotz zwei Loks. Und ich würde sagen, den Zug schickt man jetzt mal auf die Strecke und fahren mit ihm mal mit, um zu schauen, was wir da eigentlich gebastelt haben. Also, hier, das ist die Nummer 2. Erstmal die Strecke. Ah, nee, Moment. Bevor wir jetzt hier losfahren, bei dem Bahnhof hier. Ich habe den elektrifiziert, aber nur bis hierhin. Den ganzen Part dahinter, den will ich gar nicht elektrifizieren. Ich habe auch hier die Tafel hingemacht, was anzeigt. Oh, vielen Dank für den Sub. Das, obwohl ich live bin. Ich muss die Alerts mal abschalten. Ja, jedenfalls, das ist ein deutsches Signal, dass hier die Oberleitung zu Ende ist. Warum ich das gemacht habe, ist der, dass wenn hier dann die elektrischen Loks reinkommen, und die umsetzen müssen die ja da ein bisschen da rausfahren. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich ziehe das bis dahin, damit es ein bisschen realistischer ist. Dann geht die wieder zur Retour und ja, wieder rauf auf den Verband. Cool. Ja, ich denke, optisch wird der Abschnitt nicht so spannend sein. Spannend ist eher die Einfahrt hier rein. Und ja, machen wir es mal. Los geht's. Bisschen Diesel-Trash für alle, die es mögen. Also ein guter Dieselmotor. Moin.
Das war jetzt aber ein bisschen abgehackt. Oh, warum gehen jetzt die Frames nach unten? Komisch. Typische Aufnahme. Ja gut, das ist ein bisschen der Nachteil, wenn man hier so die Assets reinstellt und das sind keine echten Züge. Tun wir mal so, als hätten wir das nicht gesehen. Währenddessen werde ich mal ganz kurz Infos über die Lok hier einblenden. Und dann gehen wir mal vorne rein. Die Einfahrt in eigentlich King's Cross. Ah, hier müsste ich vielleicht noch Masten platzieren. Sehe ich gerade. Und hier auch. Eigentlich so gut wie überall. Okay, das werde ich mal in Fleischstunde mal machen. Jetzt müsst ihr hier nach rechts. Genau. Und da sehen wir auch schon die Zielanzeigen. Und mal schauen, dass ich im richtigen Moment passieren kann. Dort muss man schon nicht mehr sehen. Da sehen wir jetzt Heilsbronn Hauptbahnhof. Wenn jetzt noch andere Linien da wären, würde es entsprechend anzeigen. Er kann leider Hauptbahnhof nicht ganz anzeigen oder es geht auch nach links und rechts. Das geht leider nicht. Wenn der Zug dann unterwegs ist, würde er jetzt beim unteren rechts noch die Minuten anzeigen, wie lange es dauert, bis er wieder da ist. Cooles Feature. Vielleicht sehen wir es gerade bei der Abfahrt. So ein geiler Diesel-Sound. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier raus. Neue Fahrzeuge. Ja, das ist schön. Das interessiert mich jetzt aber gerade nicht. Da steht es jetzt da. In 10 Minuten ist er wieder da. Das ist irgendwie witzig. So, die Ausfahrt aus unserem Bahnhof. Mal schauen, ob er das jetzt wieder macht mit den 20 km/h. Das war zumindest im Test so. Ah, da wollte er mal kurz bremsen. Oh, also dass er hier die Geschwindigkeit neu gemacht hat, hat wohl funktioniert. So, und jetzt hier Maximum Schmackes. Wenn wir hier mal ein bisschen vorspulen. Mal hier das schöne Viadukt hier. Muss man wegen dem FPS mal gucken. Eventuell spiele ich jetzt ganz schnell ein bisschen zu lang. Neustart hilft immer sehr bei Transport Fever. Schreckt da mit dem Turm. Okay, gehen wir mal vorne rein. Also rein vom Streckenverlauf ist das halt einfach langweilig. Es ist einfach nur Rad, da kommt eine Kurve und dann ist der Bahnhof halt schon wieder da. Hier die kleine Ausweichstelle, die ich reinbaut habe. Bei dem Fall, dass man einen Defekt gibt etc. Habe ich auch nicht so unüblich. Ich bin mal gespannt, ob wir 145 auch wirklich erreichen werden. Boah, da muss ich aber schon sehr kämpfen. Kurz vor der letzten Kurve. Alles klar. Das ist eine Doppeltraktion. Und da ist jetzt da vorne ist Heilsbronn.
Wunderbar. Ah, und da stehen auch ganz gute Leute. Kommen wir hier raus, das ist wieder leiser. Wir haben beim Intercity nur zwei. Ja, das sind 60 Leute. Mit der Linie wollen mehr Leute fahren, als wie hier auf Intercity 1 mit Lion City. Ah ja, das ist jetzt auch noch neu. Während ich hier gebaut habe, will Lion City ein paar mehr Güter haben. Und zwar einmal die ganz normalen Waren und Benzin. Das mit den normalen Waren wird interessant. Ja, Pause, ich mag das Windgeräusch nicht. Das mit Benzin kriegen wir hier hin, da werden wir dann vielleicht das Schiff hier hinfahren lassen, weil wir haben ja hier schon einen Güterbahnhof und bringen das dann da runter. Das wäre dann was für die Folge drauf. Aber das mit den generell Goods, vor dem strappe ich mich noch ein bisschen. Das ist einer der komplexeren. Aber ansonsten das Wachstum geht konstant nach oben. Gut, hier der Job, das dürfte vermutlich gewesen sein, als hier die neuen Güter mit dazukommen sind. Ist nur eine Vermutung. Okay. Ja, so viel mal zu dem. Der Intercity fährt jetzt mal hier ein bisschen. Eventuell machen wir noch eine Verbindung, dass wir von hier nach hier fahren. Durchgehen und die Station auslassen. Das wäre noch so eine Idee. Okay, liebe Leute, da sind wir auch zurück bei unserem Fake King's Cross. Ich habe hier mal ein paar Assets hingestellt. Eine A1, ein Early DMU und eine alte Electric Lok. Die Episode hat viel zu lange gedauert, um sie zu produzieren. Also ich war jetzt hier einen ganzen Nachmittag dran, um das hier zu machen. Aber es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für euch nicht allzu langweilig, hier die ganzen Speedbuilds zu sehen. Wie gesagt, das wären mehrere Stunden gewesen, wo ich halt einfach nur das Zeug zusammenbastel. Und das ist mal komprimiert auf ein paar wenigen Minuten. Ja, ich finde, die Szene hier als Schlussbild ist ganz cool. Da sieht man einerseits hier vom Mod die Ankunftszeit vom Zug, unser neuer Intercity. Ah, jetzt habe ich natürlich die Ansicht verstellt. Sollte dann... Ah, solche Ansagen sind auch schön. Gibt ein bisschen was von Realismus. Also in der nächsten Episode möchte ich gerne mehr auf den Realismus eingehen. Und zwar möchte ich gerade bei den Depots etc. irgendwie so Fake-Movements einführen. Dass man zum Beispiel irgendwie einen Waggon von Gleis 1 auf Gleis 2 bringt und dann wieder retour. Das will ich dann vor allem auf der Güterlinie machen, einfach damit es ein bisschen realistischer ist. Das werde ich in der nächsten Episode machen. Und eventuell noch ein paar Schönheitsarbeiten, die zeige ich euch dann. Und das eigentlich soweit der Plan für die nächste Episode. Ich finde es noch ein bisschen challenging, das im Livestream zu bringen, weil da sehr viele Pausen drin sind. Aber das werden wir auch irgendwie hinkriegen. Eventuell die Woche. Also ich werde vermutlich morgen streamen. Die Episode kommt danach raus. Schaut auf alle Fall mal auf dem Discord vorbei. Da tue ich es immer ankündigen und mache mit euch Sachen. Kommt gerne vorbei und wie gesagt, gebt mir bitte gerne Feedback, wie ihr das findet. Was würdet ihr gerne sehen, was soll ich nicht so machen? Ja, soweit der Plan. Ich wünsche euch was. Der Zug fährt ein und ich bin weg. Also, bis demnächst. Ihr bei Transport FIFA 2. For the safety of the conflict, this station prepares the most moving posters.